Test 1, 2, Robbe hier. Willkommen zurück zu einem neuen Angespielt. Und zwar schauen wir uns heute an. This Means War hatte ich schon auf meinem Trailer bzw. auf mein What's Get Up angekündigt im September. Eine, ja, Aufbaustrategiespiel à la Dominations, COC und so weiter. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt rein. General, ausgezeichnetes Timing, Kommandant. Diese Basis braucht einen Leutnant-Offizier von deinem Format. Jawohl, Sir! Sammle zunächst ein paar Ressourcen. Diese Vorratssammelstelle häuft kontinuierlich Vorräte an. Sammle die erste Ladung jetzt ein. Machen wir doch. Shop. Verteidigung. Wachturm. Okay. Setze den Wachturm ein. Er wird helfen, deine Basis zu schützen. Das ist klar. Tippen wir ihn an. Beenden wir ihn jetzt. Natürlich setzen wir wieder unsere Sonderwährung ein. Du bist zu spät. Ich übernehme die Basis im Namen der Republik Lonestar. Ja, ist klar. Ja, geballert. Okay, also auch eine Art Comic-Grafik auf jeden Fall. Major Walker. Ein einzelner Wachturm wird nicht lange gegen meine Goliath-Panzer standhalten. Na, schauen wir doch mal. Okay, was haben wir hier? Noch mehr. Okay. Cool. Da können wir also so zur Verteidigung was einsetzen. Das bin ich mal gespannt, ob sich das im Spielverlauf auch so fortsetzen wird. Die Verteidigung läuft ja eigentlich immer NPC-gesteuert. So, das habe ich vergessen zu lesen. Egal. General, ausgezeichnete Arbeit, Kommandant. Du hast die wichtige Rot-Quecksilber-Quelle erfolgreich. Rot-Quecksilber. Okay. Unsere Feinde werden nicht aufgeben, ehe der letzte Rot-Quecksilber-Kristall in ihrer Hand ist. Okay, das ist ein schwieriges Wort, hätten sie auch nicht aussuchen können. Dieser Rot-Quecksilber-Sammler sammelt kontinuierlich Kristalle ein. Sammle jetzt die erste Ladung ein. Okay, also oben links sehen wir auf jeden Fall schon mal drei Ressourcen, beziehungsweise zwei und eine Sonderwährung, will ich das mal nennen. So, Gebäude, was können wir da machen? Kaserne, hört sich gut an. Bauen wir. Machen wir. Ja, machen wir. Bannen wir. Machen wir auch. Klicken wir drauf. Einheiten. Ausrüsten. Soldat. Noch ein Soldat. Noch ein Soldat. Noch ein Soldat. Ja, okay, machen wir das auch schnell. Wo geht's jetzt hin? Sieht aus wie ein Flugfeld. General, Mann oh Mann, das ist nicht eine anständige Armee. Bist du bereit, gegen Major Walker vorzugehen? Na, jawohl, Sir. Okay. Ich will es noch nicht kommentieren, spielen wir erstmal weiter. Dieser feindliche Außenposten macht deine Grenzen unsicher. Die trauen sich aber vielleicht was. Okay, ja. Das reicht. Setze alle zur Verfügung stehenden Soldaten ein, Kommandant. Das ist meine Basis? Die gegnerische Basis ist daneben an? Oder wie habe ich das jetzt gesehen? Okay. Bildschirm? Okay. Jetzt wird die erstmal gegeneinander geballert. Das ist ja was. Das ist ein ganz neues Spielsystem. Das ist die Gefechtslinie. Du kannst Einheiten auf deiner Seite der Linie einsetzen. Okay, dann setze diese Verstärkung auf deiner Seite der Gefechtslinie ein. Okay, was sind das für welche? Sniper? Cool. Machen wir mal hier so eine Reihe. Das ist ja nice. Das ist schon mal nice gemacht. Das müssen wir uns gleich nochmal genauer angucken. Die Gefechtslinie. Okay, okay. Diese Schakale sind mit MGs ausgestattet, die deine Infanterie in Stücke reißen wird. Ich leite ein paar Goliath-Panzer in deinen Sektor um. Sehr gut. Kann ich die jetzt auch hier direkt hinpflanzen? Oh, tatsächlich. So, dann macht mal hier Kleinholz, Freunde. Okay, jetzt geht die Linie zurück, weil sie etwas vorgestoßen. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall cool gemacht. Das kenne ich von keinem anderen Spiel. Das ist natürlich auch sehr wichtig eigentlich. Also wenn sie es in Kopie machen würden, würde ich es eh nicht lange spielen. Aber das sieht schon mal nice aus. Ich würde sagen, wir nehmen einfach nochmal so ein paar Truppen hier. Wir haben ja die Kapazität. Und denk mal, wird die Basis Platz sein. Ja, okay, da kann ich keinen hinsetzen, ist klar. Ich habe ja... Achso, ich kann wieder einen anwählen. Ich hatte doch gerade alle gesetzt. Bekomme ich kontinuierlich Verstärkung? So sah das gerade aus. Tolle Strategie, strategische Vorstellung, Kommandant. Verwende immer die richtigen Waffen für den Job. Weiter. Verdammt nochmal, es ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Du konntest ein paar Vorräte und ein wenig Rotquecksilber von dieser Basis sicherstellen. Gute Arbeit. Das ist eigentlich cool gemacht, wenn man so Basis gegen Basis kämpft. So sah es zumindest gerade aus. Schau mal, wie es weitergeht.
Sieht aus, als ob Major Walker diese Region nicht kampflos aufgeben wird. Beschleunige den Aufbau deiner Basis. Jawohl, Sir. Rotquellsilber ist der Rohstoff. Blablabla. Okay, noch ein Gebäude. Noch ein Sammler. Okay, alles klar. Ja, dann setzen wir ihn mal einfach mal hier hin. Ich kann ihn ja sowieso später nochmal umsetzen. Jetzt brauchst du mehr Platz. Errichte sofort aber ein Lager. Ist klar. Mach ich. Quicksilber Lager baue ich auch noch gerne für dich. Sieht gut aus. Zeit für einen zweiten Techniker. Okay. Gebäude. Techniker Zelt. Ich wollte eigentlich auf das I klicken. Ausgezeichnet. Jetzt kannst du zwei Gebäude gleichzeitig bauen. Jetzt schon. Wenn du diesen zweiten Techniker, um ein Militärlager zu errichten. Boah, das geht ja hier rucki-zucki mit dem Bau. Ah, okay. Das sind also meine Militärlager. Ich will sagen, wir sammeln. Was ist das? Kann man das hier oben... Das ist Rotquecksilber und das da? Haben die das schon gesagt? Weiß ich nicht. Das Militärlager bestimmt, wie viele Einheiten du in die Schlacht schicken kannst. Stelle sicher, dass deine Lager immer voll besetzt sind. Verstanden. Beschleunigen. Rotquecksilber wird hauptsächlich dazu verwendet, die Basis zu verbessern. Verwende es jetzt, um die Kaserne zu... Alles klar. Machen wir. Ausrüsten. Die nächste Verbesserung freigeschaltet. Raketschütze. Nice. Her damit. Wieder abkürzen, oder was? Boah, das hat gekostet. Das würde ich an eurer Stelle nicht machen. Da würde ich lieber warten, aber ich habe jetzt... Oh, hier unten gibt's... Cool, Wasser. Oh, das... was gibt's denn hier? Kann ich noch nicht? Schiffsladedock, Stufe 1. Kommt täglich wieder, um immer bessere Belohnungen zu erhalten. Ah, à la Domination, so ein bisschen, ne? Sieht ähnlich aus, auf jeden Fall. Aber hier gibt's bessere Belohnungen. Hier gibt's Tag 1... cool, hier gibt es immer wieder diese besondere... Oh, 100! 5? Was? Heute gibt es 100? Und Tag 3 nur 5? Ja, wahrscheinlich, weil es hier... Weil ich gerade anfange. Ja, ich klicke da schon drauf. Ist gut. Einheiten ausrüsten. So, machen wir mal. Volle Pulle. Oh, schon wieder 4. Na, egal. Diese Einstellung gefällt mir. Öffne deine Angriffskonsole. Alles klar. Kampagne. Kampf unter... Oh, geil. Kampf unter Freunden. Ja, nice. Das ist mal ein richtig geiles Future. Das vermisse ich ja fast eigentlich bei allen Spielen. Und Mehrspielermatch natürlich. Belohnung sogar. Hier, Sonderwährung. Machen wir erstmal Kampagnenkarte. Diese Karte zeigt das gesamte Kriegsgebiet. Greife die erste Basis an, um deine Kampagne zu starten. Okay. Lohn ist der Außenposten. Gibt's 4000. Angriff. Du willst einen Kampf, Kommandant? Dann lass uns anfangen. Du hast den Mann gehört. So, okay. Ja, das ist geil. Das ist hier mit meiner Basis. Ich will mal wissen... Ja, ich setze jetzt erstmal alles so hin. Bisschen verteilt. Mit AOE nicht so wirkt. Raketen eignen sich gut gegen Fahrzeuge. Sogar Goliath-Panzer können anhaltenden Schaden... Also Raketen gegen Fahrzeuge. Achtung, Kommandant, aus diesem Fahrzeugbunker werden so lange Fahrzeuge entsendet, bis du ihn zerstörst. Alles klar. Deine Einheiten erholen sich während des Kampfes. Schicke diese Raketenschützen wieder in die... deswegen war das gerade so. Also wenn welche sterben, bekomme ich sie wieder. Auch nicht schlecht. Nice, ey. Ein ganz neues Kampfsystem. Denk daran, deine Einheiten wieder in den Kampf zu schicken, wenn sie sich erholt haben. Halte den Druck aufrecht. Ja, Moment. Noch passiert nichts. Solange würde ich auch nichts machen wollen. Ist wahrscheinlich jetzt eh gleich gegessen. Ja, das dürfte es eh gewesen sein. Offenbar bist du mir überlegen, Kommandant. Ich gebe auf. Tolle Arbeit, aber unsere Feinde haben Basen in der ganzen Region. Es liegt an dir, sie alle zu zerstören. Okay, das ist zumindest ja immer noch erstmal die PvE-Variante. Kampagne sozusagen, wie man es aus dem Spiel ja auch alle kennt. Glückwunsch, du hast dir redlich, das hast du redlich verdient, Kommandant. Diese Basis gehört jetzt dir. Jawohl, Sir. Ja, so. Mein Name. Was ist hier? Fett schreiben. So. Das Spiel ist gerade neu. Ich wollte gerade sagen, das ist sowas von neu. Wenn da Raube schon wieder belegt gewesen wäre. Bleibe allen voraus, indem du modernere Waffen entwickelst. Verbessere deine Kommandozentrale, um bessere Technologien zu halten. Alles klar. Auf Stufe 2. Mit nächster Stufe Sandsäcke. Das ist nicht neu. Ja, ach doch, das alles, oder was? Habe ich schon diese Sandsäcke? Okay, verbessern wir erstmal, würde ich sagen. 4000 kostet das. Nein, ich will es jetzt nicht wieder schnell machen. Ich denke, wir werden uns erstmal
einen Eindruck hier von der Karte verschaffen. Okay, sehr weit kann ich hier nicht scrollen. Das war's quasi erstmal entscheckt. Also, wie sieht das Ganze aus? 10 Minuten jetzt Spielzeit circa. Es erinnert natürlich an viele Aufbau-Strategiespiele, wie ich gerade schon sagte, Dominations, Clash of Clans oder sowas in der Richtung. Nichtsdestotrotz ist es, ja, wie soll ich sagen, Western angehaucht, könnte man fast sagen. Wenn man diese Eier hier sieht, könnte man auch sagen, wir leben irgendwie... Was ist das denn hier? Checkmates! Wir leben hier so ein bisschen in der Wüste mit irgendwelchen Tieren hier, also fast schon Dinosaurier-Style, hätte ich mal fast gesagt. Der Hafen rettet mich auf jeden Fall an Dominations, an die Belohnung, was ja auch so ähnlich aufgebaut ist. Comic-Style, auf jeden Fall mehr Richtung Clash of Clans, würde ich mal sagen. Wenn ich jetzt nur Clash of Clans nehme und Dominations nehme, wenn ich das nur mit diesen beiden vergleiche, dann sammeln wir erstmal ein. Es gibt zwei Rohstoffe, das kennen wir auch, eine Sonderwährung. Hier gibt es noch Optionen. Und hier unten diese quasi die Kampftruppen. Also, was mich jetzt reizt auf jeden Fall. Gucken wir nochmal in den Shop rein. Energiezellen. Okay, das ist klar, dass es was kostet. Hatte ich auch nicht anders erwartet. Was mich reizt, war gerade das Kämpfen. Das ist ja was ganz Neues. Was haben wir da? Ah, Schild. Okay, gibt's also auch. Vorratslager, Technikerzelt. Technikerzelt kostet Sonderwährung. Das kennt man auch. Und was haben wir hier noch? Ressourcen. Erhöhe Vorräte um 20. Null Vorräte. Achso, okay, weil ich kann sie nicht mehr erhöhen, weil ich habe sie eh schon voll. Deswegen wahrscheinlich. 30-tägige Mitgliedschaft. Was ist das denn? Ich will jetzt nichts kaufen. Was kann ich hier oben nicht auf das... Kann ich hier... Schade, dass man... Wieso das jetzt nur nicht geht. Okay, sei entschuldigt. Das Spiel ist noch ganz neu. Von daher... Aber irgendwas wird das ja wohl bedeuten. Okay. Also. Ich würde sagen, wir machen einfach mal noch... Können wir noch einen Angriff machen? Meine Kaserne? Ausrüsten? Komm, nehmen wir einfach nochmal ein paar so normale Soldaten mit. Kostet nur 3 hier unten. Beenden wir das Ganze. Schauen uns nochmal das Highlight quasi an. Von dem Spiel. Zumindest das Highlight, was ich bis jetzt gesehen habe, waren auf jeden Fall die Angriffe. So kann ich nicht angreifen. Kampagne. Oh, muss ich das jetzt erst abschließen? Ja, okay, komm. Dann machen wir das noch schnell. So, willkommen im Krieg, Kommandant. Ich werde dir jeden Tag Nachschub liefern. Ah, da ist die gute. Tippe einfach auf mein Schiff, um deine Ladung abzuholen. Besuche das Dock, um den Belohnungsplan zu sehen. Ja, 100 habe ich ja gesehen. Ausgezeichnet. Du kannst... Übernehmen, überprüfe deine Ziele nach neuen Aufträgen für Glück, Kommandant. Okay. Ziele. Also hier haben wir erstmal ein paar Belohnungen. Sammeln wir das Ganze ein. Basis. Hatten wir doch irgendwas. Okay, machen wir das weg. Jetzt können wir vielleicht angreifen. Machen wir noch einen Angriff. Ja, wir machen noch einen Angriff. Bunkerparty. Angriff. Oh, jetzt sind nur noch 500 von beiden. So eine Schweinerei. Major Walker. Meine Einheiten werden aus diesen Infanteriebunkern losstürmen, sobald ich den Befehl gebe. Okay, die haben also links und rechts Bunker. Dann würde ich... Kann ich den Gefechtsstart nicht beeinflussen? Oder startet das erste, nicht alle gesetzt habe? Ne, startet direkt. Muss man sich ein bisschen beeilen. Ich würde mal das einfach so machen, dass sie direkt die Bunker ausschalten. Also, wenn ich mir das im PvP so auch... Wir schauen uns das nächste Mal das PvP-System an. Müsste wahrscheinlich ähnlich sein, dass ich gegen eine gegnerische Basis kämpfe. Und rein theoretisch könnte es auch möglich, oder ist es wahrscheinlich auch möglich, dass der Gegner mit seinen Einheiten zu mir rüberfährt und mich dann plättet, wenn ich ihn unterschätzt habe. Könnte durchaus sein, weiß ich nicht. Sehen wir alles das nächste Mal. Also es wird auf jeden Fall ein nächstes Mal geben. Es bleibt hier nicht bei einem angespielt. Ich werde das Spiel auf jeden Fall noch weiter testen und euch dann in der nächsten Folge ja zeigen, wie es mir gefallen hat. Und dann gehen wir auf jeden Fall auf das PvP-System ein. Also ich danke euch fürs Zusehen. Lasst mir einen Daumen da, wenn ihr Bock drauf habt. Einfach nach oben. Super, vielen Dank. Bis dann. Macht's gut, Leute. Ciao.